Soll ich sagen, so, hallo, ja, nicht nervös werden, nicht nervös werden. Jan, ich hab einen guten Take. Sag, ich bin raus. Für alle, die sich fragen, warum, schaut dieses Video. Alles weitere erfahrt ihr nach dem Intro. Und dann was steuerst du gerade so hart? Ja, das ist das Titel. Ist das so? Warte mal. Gehört es zu deinem Plan oder was? Ich das ist mein Plan so. Hi. Ist ein seltsames Video, würde ich sagen, aber ja, ich bin aus Rotten Mushroom raus. Dementsprechend, hey, willkommen zum letzten Video von mir auf dem Rotten Mushroom Kanal oder mit allen anderen auch zusammen, wo ich halt dabei bin. Und hi. Hallo. Hi. Ja, es ist voll die gute Stimmung, weil wir freuen uns alle voll, dass ich bald raus bin. Also ist eigentlich alles voll chillig. So von Anfang an möchte ich das einfach mal betonen. Es gab irgendwie keinen Stress. Ich habe mich dazu entschlossen, aus der Gruppe rauszugehen. Und wir haben gedacht, dass wir jetzt einfach das möglichst transparent einfach klären wollen, was jetzt halt bei mir los ist, warum ich nicht mehr in Rotten Mushroom drin bin und warum mich alle anderen hassen und nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Da können sich jetzt alle jetzt erstmal äußern. Boah, wo fange ich da jetzt an? Also, warte mal. Ich denke, es gibt viele negative Punkte an dir. Ich glaube, jeder von uns hat eine kleine Liste vorbereitet. Also es ist tatsächlich so, es ist natürlich vollkommen hier so im Guten auseinander so bei Jan. Ich meine, wir kennen Jan ja trotzdem noch privat und sowas. Aber er hat sich halt einfach so persönlich dazu entschieden, aus der Gruppe auszusteigen. Es hat einfach mehr Sinn ergeben. So. Ich muss erst mal sagen, ich finde es allgemein so weird, dass ich so lange jetzt in der Gruppe eigentlich mit dabei war. Was ja 2017 schon angefangen. Das sind jetzt 5 Jahre. Oh mein Gott. Das ist halt insane. Das sind über 5 Jahre, die ich in der Gruppe drin bin. Jubiläum. Junge, du warst Jubiläum. Da, wo Fakaro noch da war. Da, wo Fakaro noch da war, dabei war, da uns so. Ja. Ich höre ihn immer noch bellen. Das ist echt eine Ecke. Nee, stimmt, ja. Du warst Grüße gehen raus. Dabei, ja. Stimmt. Also auf jeden Fall in dem Starter ja so ein bisschen. Ja, voll. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass du da auch noch dass du beim Rotten Mushroom Retro Marathon da auch noch mit dabei warst. Das ist ja, immer geil gewesen. Das freut mich auch mega, vor allem weil es so ein großes Projekt war. Und das genau, ich denke, das ist so einer der großen Events gewesen, die wir für Rotten Mushroom. Ja, ich wollte es gerade sagen, es war so mein liebstes Projekt von Rotten Mushroom, weil eigentlich so alle beteiligt waren. Und ich glaube, ich finde jetzt schon irgendwie ist mega cool, dass dieses Abschiedsvideo mit so gut wie allen stattfindet. Also, wie man vielleicht bemerkt, halt Kurt ist heute nicht mit dabei. Bei dem geht halt privat auch ein bisschen was ab und das ist halt absolut verständlich. Ich finde es allgemein aber trotzdem echt cool, dass wir halt so ziemlich alle sind. So 6 von 7 ist halt eine gute Quote, vor allem, weil es sonst nicht immer so einfach ist, alle zum selben Zeitpunkt halt gleich hier zu haben. Ja, sieht man nicht oft. Das ist ein Rare Rotten Mushroom Moment gerade. Ja, und ihr seid Teil davon. Und das ist auch wichtig, doch vielleicht auch dazu zu sagen, direkt um es mal zu checken für alle so. Jan ist jetzt ab sofort dann draußen, das ist klar, aber und dann sind wir halt noch zu 6. Also ganz schön dezimiert die Gruppe, was uns natürlich auch viel ermöglicht. Also mit weniger Leuten kriegt man natürlich auch einiges besser koordiniert. Aber was ganz wichtig ist, wegen neuen Mitgliedern zum Beispiel, finde ich einfach wichtig, das anzumerken, dass wir jetzt nicht direkt einen Ersatz oder sowas für Jan suchen oder irgendjemanden neuen. Ich denke, wir bleiben im Moment jetzt noch ein bisschen zu 6 und das hat sich eigentlich bisher immer so einfach ergeben. Also als Sean zum Beispiel damals in die Gruppe gekommen ist, war das, wir waren glaube ich bei dir bei Gaetano daheim und haben es einfach spontan entschieden, so yo, hast du Bock? Und dann war er einfach mit drin. Also sowas passiert einfach direkt komplett natürlich einfach so. Ja. Und es ist jetzt nicht geplant, da direkt jemanden hinzuzufügen. Wenn es dann passiert, dann passiert's, aber ich denke, es macht keinem von uns auch was aus, wenn wir dann erstmal zu 6 noch bleiben. Genau. Das ist halt wichtig, dass immer auch diese menschliche Komponente oder freundschaftliche Komponente dabei ist, weil wir sind als Rotten Mushroom jetzt keine Firma oder sowas, die hier fett Business macht, sondern wir sind einfach irgendwelche Dudes, die machen Videos und connecten sich halt miteinander und deswegen ist das sehr wichtig, dass man halt auch menschlich mit den Leuten klarkommt. Ja. Manchmal fragen auch Leute zum Beispiel, ob man sich irgendwie bewerben kann oder sowas. Das gibt's halt nie, das gab's auch noch nie. Es ist wirklich immer so, okay, man kennt sich, okay, cool, lass mal, willst du Teil davon sein. In dem Fall bei Jan halt extrem früh schon. Genau, aber das war halt auch so eine Situation, ne? Ich bin halt auch einfach dazugestoßen damals auf dem
boah, das war damals auch noch auf dem Discord, da waren wir einfach im Call drin. Und dann haben, ich glaube, das war Kurt, Hockey und Timo. Das waren so die ersten, mit denen ich so gequatscht habe. Und da habe ich halt auch schon YouTube gemacht gehabt. Und dann war das so, nach einer Zeit, ey, wir haben uns gut verstanden. Und dann, hey, willst du mit dabei sein? Und dann war ich so, okay, klar. Und dann war ich halt auch drin. Das war halt schon damals so und das zieht sich bis heute hin. Ja. Ich finde vor allem dieses erste Jahr, in dem so die Gruppe so an sich entstanden ist, ich meine schon mal, du hast ja gesagt, da waren irgendwie wir zu dritt mit dir in einem Call. Ja, wir waren da ja auch außer Tyro eigentlich, also wir waren da ja nur zu viert. So. Das heißt, wir haben da fast alle Mitglieder mit dir geredet. Gaetano kam ja dann auch erst später dazu. Ich finde es eh, 2017 und so war, ist für mich persönlich sehr magisch und da bist du auf jeden Fall auch ein Riesenteil davon. Gerade, also diese ganze Zeit ist so interessant einfach gewesen. Und ja, da bist du halt immer ein fester Stempel, ein fester Bestandteil von. Das halt, ist so. Ich kann mich dem voll anschließen. Ich bereue halt auch keine Sekunde in der Gruppe. Also, ich würde das halt genauso wieder machen. Also, vielleicht würde ich mehr Videos machen, hätte ich mein Leben ein bisschen anders geführt. Aber mit der Gruppe und allem dazu genau dasselbe, weil es war halt eine super nice Zeit. Ich habe halt euch alle kennengelernt, auch andere halt auf dem Server. Und wäre ich halt so in diese Gruppe nie reingerutscht, wüsste ich halt echt nicht, wo ich jetzt in meinem Leben stehen würde. Zumindest auf dieser privaten Internet-Ebene. Weil dadurch hat sich halt super viel bei mir ermöglicht. Und keine Ahnung, ihr seid halt alle Freunde von mir. Und das ist halt irgendwie komisch, diesen Lebensabschnitt so ein bisschen hinter mir zu lassen. Weil es halt, wie gesagt, so 5 Jahre meines Lebens ja zusätzlich mit eingenommen hat. Und irgendwie immer in meinem Kopf verankert war und einfach ein Teil von mir und meinem Leben ist und war. Und deswegen, keine Ahnung, ist es halt schon irgendwie sad, aber gleichzeitig bin ich halt auch froh, dass ich diese Zeit überhaupt erlebt habe. Aber ich habe halt gemerkt, dass es für mich jetzt auf jeden Fall zumindest vorerst vorbei ist. Also Abschiede sind natürlich immer schwer, aber manchmal sind sie halt einfach notwendig oder es sollte halt einfach so sein. Und ich finde vor allem ja auch noch vielleicht zum Anmerken, du hast ja auch sehr viel Zeit und auch zum Überlegen. Also das ist jetzt auch keine spontane Sache oder sowas. Wir haben uns ja sehr viel Zeit dafür gelassen und am Ende kam halt einfach raus, okay, das sollte halt so sein. Ja. Jetzt, das wollte ich irgendwie noch dazu sagen, ich fand es wichtig. Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, ist, dass das ja jetzt nicht ein Abschied ist von wegen, wir können nie wieder miteinander reden, so ungefähr, sondern der Discord steht immer offen, das Rotten Mushroom Büro steht immer offen und man ist ja jetzt niemand Fremdes, nur weil du dich entschieden hast, aus Rotten Mushroom zu gehen. Also wir sind trotzdem da. Ne? Ja, also genau, Sekretär Tim ist auf jeden Fall immer am Telefon. Der Kontakt geht ja über die Gruppe hinaus. So. Genau. Jan ist ja weiterhin präsent im Internet. Jan ist, denke ich, dann einfach Mod oder so auf dem Server und wir chillen so weiter mit dem. Ja. Ja, er bleibt ja unser Freund, nur weil er jetzt aus dieser Gruppe rausgeht, wird sich ja daran nichts ändern. Es gab auch gar kein Beef, falls das jetzt Leute denken. So. Also wir sind immer noch alle super cool miteinander. Ja, vor allem, ich kann auch sagen, falls es jemanden interessieren sollte, das heißt jetzt auch für mich nicht, dass ich mit YouTube für immer aufhöre. Es ist halt nur so ein, okay, ich bringe ja eh so unregelmäßig was. Daran ändert sich halt schon mal nichts, so wie es bisher war, das bleibt jetzt so. Falls sich was ändert, cool, aber weiß ich nicht. Aber da können wir jetzt gleich auch zu dem Punkt zu sprechen kommen, warum ich aus der Gruppe rausgehe und warum ich mich dafür eigentlich entschieden habe. Also grundsätzlich ist es so, dass YouTube für mich immer eigentlich ein Hobby war und nichts weiter. Also es klingt jetzt irgendwie ein bisschen sad, aber ich habe halt einfach so, wann habe ich angefangen? 2015? Nee, doch, ich glaube schon. Und es war halt für mich einfach nur so ein Hobby und so mal ein bisschen ausprobieren, wie das so ist, weil ich YouTube-Videos immer schon ganz cool fand. Ich dachte mir so, hey, ich könnte ja sowas auch mal machen. Und da habe ich so ein bisschen Spaß dran gefunden und dann sind halt immer ein paar mehr Leute dazugestoßen. Und als ich auch zu Rotten Mushroom damals dazu kam, war das für mich eher so ein, so die Kirsche auf der Torte, so hey, ich bin jetzt nicht allein, ich bin in einer Gruppe mit Leuten, die ähnliches Zeug machen, und es war halt so dieses familiäre kleine Ding, so mit Freunden in einer Gruppe zusammen, wo man sich so gegenseitig unterstützt, was halt bis heute so für mich ist. Aber für mich ist es halt daraus nicht mehr geworden. Also YouTube war immer so eine
Kleinigkeit in meinem Leben neben vielen anderen. Und ich bin jetzt auch über die Jahre erwachsener geworden und habe halt auch viele neue, ich würde sagen, Aufgaben in meinem Leben entdeckt und entwickelt, wo ich einfach meine Prioritäten auch ein bisschen anders verlagert habe, wenn man es so möchte. Also ich bin halt mitten in meinem Studium. Ich habe ganz viele Freundschaften, die ich halt jetzt irgendwie mehr versuche zu pflegen und Beziehungen und keine Ahnung. Und ich versuche das alles immer unter einen Hut zu kriegen. Und YouTube ist ab einem gewissen Punkt für mich einfach eher so ein Stressfaktor geworden. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil ich eigentlich Videoschneiden immer ganz gerne gemacht habe. Aber irgendwann kam bei mir so dieser Gedanke so, Leute erwarten von mir, dass ich irgendwas liefere, weil sie das mögen, was ich bringe. Und irgendwie ist das natürlich schön, aber es geht halt auch eine gewisse Erwartungshaltung damit mit. Und ich selber habe mir halt dann Druck gemacht. Also es kam auch sehr viel von mir selber raus. So. Und dadurch war ich auch sehr gehemmt, was YouTube-Videos anging und angeht. Und dadurch habe ich halt auch nicht sehr viel gebracht. So, und da ich halt in meinem Leben jetzt irgendwie meine ganzen Interessen und meine Prioritäten anders verlagere, merke ich halt einfach, dass es nicht so meins ist, in einer Gruppe noch zu sein, weil ich einfach A, nicht sehr aktiv bin und B, auch mir dieses Gefühl, in dieser Gruppe zu sein, manchmal so ein bisschen mehr den Druck gibt. Und ich denke, ich fahre halt einfach besser, wenn ich jetzt aus der Gruppe rausgehe, weil ich halt auch nicht nur halt in der Liste der Gruppe drinstehen will und ich bringe halt dann eigentlich gar nichts. Und wir waren eigentlich auch in der Gruppe schon öfter an diesem Punkt, wo wir darüber geredet haben. Und ich selber war halt auch am Überlegen, ja, ändert sich das? Schaffe ich es jetzt doch mehr zu bringen? Will ich da doch mehr draus machen aus YouTube oder nicht? Und das war auch für mich so ganz lang ein Punkt, wo ich am Überlegen war. Und das war halt auch eine Entscheidung, die mir echt schwer gefallen ist. Und dementsprechend war das auch ein sehr langer Prozess, der halt auch in Rotten Mushroom sich sehr gezogen hat. Also wir haben auch alle zusammen auch länger darüber geredet, wie die anderen bestimmt jetzt zustimmen können. Ja. 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 Also das klingt so absolut komisch, einfach nur so. Ja. Nee, so meine ich nicht, aber keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, genau. Wir haben ja auch gesagt, jeder kommt irgendwie mal an diesen kleinen Punkt, wo er sich denkt, Alter, es ist so viel Druck irgendwie, der aufgebaut wird. Ist es überhaupt noch cool? Komme ich damit klar? Komme ich damit nicht klar? Will ich das nicht? Und es ist vollkommen verständlich, glaube ich, von jedem von uns, wie du dich da entschieden hast und wie du das für deine Zukunft einfach gewählt hast. Das ist einfach ein Weg. Gehst du links, gehst du rechts und du hast dich so entschieden. Und das ist komplett verständlich und cool. Ja, es ist halt auch einfach so die Sache, man muss halt einfach schauen, wie es so für einen persönlich am besten geht. So. Und ich bin halt mittlerweile der Meinung und habe den Schluss gefasst, dass wenn ich irgendwie ja halt aus der Gruppe rausgehe, dass es für mich und mein Wellbeing halt einfach am besten ist. Einfach entspannter für dich. Ja, genau. Also das war halt auch dieser Faktor, den ich davor kurz erwähnt habe. Also dieser Druck, der halt für mich da war, so, ich muss ja liefern, was halt im Zusammenhang damit, dass ich in der Gruppe war, halt nochmal höher war. Also vielleicht kann man es nachvollziehen, wenn du in einer Gruppe drinne bist, in der halt eigentlich alle anderen versuchen, möglichst zu liefern und wo auch die Gruppe schon einen gewissen Namen oder Status erreicht hat und man selber ist halt drin und man bringt nichts, dann hat man auch vielleicht selber so ein bisschen dieses Gefühl, boah, ich möchte ja eigentlich diesen Maßstab oder ja, keine Ahnung, dem einfach gerecht werden, so. Wofür die Gruppe steht, so. Und, keine Ahnung. Und das hat mir halt einfach zusätzlich Druck gemacht. Und wenn ich aus dieser Gruppe draußen bin, könnte es mir halt auch zum anderen vielleicht ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen lockerer an die Sache heranzugehen und allgemein so diesen Druck so ein bisschen loszulassen, den ich halt eben verspüre. Ja, das ist klar. Also in so einer Gruppe kommt natürlich immer, egal wie perfekt die Gruppe funktioniert, immer irgendwo Druck auf. Weil klar, auch jetzt in dem Fall ist es halt auch eine YouTube-Gruppe und da zieht sich natürlich auch ein gewisser Vergleichswert raus und ja. Ich denke, das kann einen auch noch unter Druck setzen. Und ja, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass dir das
auch weiterhilft, weil, naja, ich mag deinen YouTube-Kanal und ich werde dann ein zukünftigen Produkt und ich denke, da kann ich für alle sprechen, ja auch in Zukunft dann immer noch weiter unterstützen. Ja, ja, natürlich. Also promoten und alles, das ist klar. Aus der Gruppe gab es ja jetzt nicht irgendwie so, Jan, du musst das jetzt machen und wenn du jetzt nichts bringst, dann bist du raus oder so. Also ich wollte nochmal betonen, dass man schon geschaut hat, dass wir haben sehr lange drüber geredet und das kommt auch sehr arg von mir aus. So. Also dass wir jetzt, dass da jetzt irgendwie nicht der falsche Eindruck entsteht, irgendwie, ja, er bringt nichts, also muss er jetzt raus oder so. Nee, das war jetzt letztlich eigentlich meine Entscheidung am Ende des Tages. Und wir haben sehr lange drüber geredet, ob wir das anders lösen oder ob wir es nochmal anders versuchen, aber genau. Also letztlich war es meine Entscheidung, nur dass es nochmal klar zur Sprache kommt und dass das Ganze halt einfach im Guten auseinandergeht hinsichtlich der Gruppe, also bezogen auf mich. Ja, ich denke, das wäre so alles, was ich dazu zu sagen hätte. Und ja, ansonsten war halt für mich eine mega coole Zeit und ich wollte nochmal ein fettes Danke an alle aussprechen. So, es war wirklich schön und ich bereue die Zeit auf gar keinen Fall und habe halt mit jedem von euch irgendwie eine nice Zeit gehabt und ich habe alle aus der Gruppe lieb, so wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Das Danke geht, denke ich, zurück von der Seite von uns allen, die hier drin sind und Kurt, denke ich mal auch, wo auch immer er gerade steckt. So. Jan, ich küsse dich. Danke für die coole Zeit. Wir haben dich auch lieb, Jan. Wir haben dich lieb. Toller Mann. Du bist ein toller Mann, Jan. Dann ist das Wichtigste geklärt, oder? Also, so, okay. Also ihr wisst jetzt Bescheid. Wir haben alles erwähnt. Genau. Und mit Rotten Mushroom geht's halt dann trotzdem ganz normal weiter. Also der Kanal läuft weiter an und wir machen halt alle noch unseren Kram. Ja. Genau. Ja. Haben coole Projekte für die Zukunft geplant auf dem Kanal. Bitten ja, ohne Jan. Endlich ist er raus. Ah ja, eine wichtige Instanz habe ich vergessen. Natürlich alle Zuschauer, ne? Auch ein Dank an alle, die natürlich zugehört haben, wo auch immer ich dabei war. Seien es jetzt meine Videos oder die Videos auf dem Rotten Mushroom Kanal. Ohne euch wäre das halt auch nicht möglich gewesen. Dementsprechend auch nochmal ein Danke an euch. Genau. Als Tribut könntet ihr alle jetzt das UNO-Video auf dem Rotten Mushroom Kanal schauen, wo Jan dabei ist. Ich sag's dir nur. Ja, es war halt schon das beste Video, bin ich ehrlich. Können wir den Like-Counter sprengen auf dem UNO-Video? Sprengt ihn, Junge, sprengt ihn! Bei 100 Likes kommt Jan wieder zurück.